Okay, also, Pascal, erzähl uns doch mal, was macht man denn, wenn man Funkausfall hat? Also, erstmal ist Funkausfall ja nicht gleichzusetzen mit Kommunikationsverlust. Ja, das ist schon mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, weil wir haben eine ganze Menge Möglichkeiten, um mit diesem Flugzeug mit der Außenwelt zu kommunizieren. Ja? Also ihr seht hier, wir haben hier das Radio Management Panel, seht ihr hier? Oh, da wird schon wieder laut gefunkt. Ihr seht das Radio Management Panel hier? Wir haben VHF 1, 2 und 3. Und das sind tatsächlich drei unabhängig voneinander funktionierende Systeme, Funkgeräte. Drei unabhängig voneinander funktionierende Funkgeräte, die wir über drei und in manchen Flugzeugen sogar über vier Panels ansteuern können. Ja, also es kommt ja auf ganz viele Sachen drauf an. Ist vielleicht ein Panel kaputt, dann nehme ich das andere Panel. Ihr seht, Sven kann genauso VHF 1, VHF 2, VHF 3 anwählen. Das heißt, VHF 1 ist nicht an das Radio Management Panel 1 gebunden und VHF 2 auch nicht an das Radio Management Panel 2, sondern wir können von jedem Panel aus jedes Funkgerät ansteuern. Und ihr seht hier oben am Overhead Panel, perfekt, der hat es dann tatsächlich nicht. Also normalerweise ist hier ein Radio Management Panel 3, hat dieser Flieger tatsächlich nicht. Muss man dazu kaufen. Also bei uns haben alle Flugzeuge ein drittes Radio Management Panel hier oben. Und es gibt auch noch Flugzeuge, die haben auch noch ein viertes Radio Management Panel hier auf der linken Seite. Auch das kann man bei Airbus noch mit dazu konfigurieren. Habe ich also Probleme mit meinem Radio Management Panel, wechsle ich einfach auf ein anderes. So. Und es gilt nicht nur für VHF 1, 2 und 3, sondern natürlich auch für HF 1 und HF 2, muss man sagen, haben die meisten Flieger oder haben einige Flieger auf der Kurz- und Mittelstrecke nicht verbaut. So. Gut. Aber nur weil die Funkgeräte jetzt nicht mehr gehen, also jetzt gehen wir mal davon aus, die Dinger sind wirklich kaputt. Ich erreiche niemanden mehr über VHF 1, niemanden mehr über VHF 2 und auch niemanden mehr über VHF 3. So, jetzt gehen wir wirklich davon aus, okay, VHF 1 geht nicht, VHF 2 geht nicht, VHF 3 geht nicht. Ich erreiche auf Ultrakurzwelle niemanden. Dann haben wir immer noch die Möglichkeit, dieses Gerät hier, dieses kleine Ding da vorne, das haben wir heute schon ein paar Mal angesprochen. Wir können tatsächlich ja Kurznachrichten mit den meisten Lotsen schreiben, ja. Wir haben das ACAS-System und wir haben CPDLC, das heißt hier London. Ich glaube, die haben auch eine Data Link Connection. Dann könnten wir dem Lotsen schreiben: Unable to contact you on 1:1.5 and 132840. Und dann weiß der Bescheid, okay, ich habe es versucht. Hätten wir eventuell einfach nur eine falsche Frequenz eingedreht oder sowas, dann hätte er dann die Möglichkeit, uns über eine Kurznachricht quasi das mitzuteilen und zu sagen, ey, dann probiert's doch nochmal da oder probiert's doch nochmal da. So, das heißt, jetzt muss er nicht nur, jetzt ist nicht nur unser Funkgerät kaputt, ja, was ja so viele Gründe haben kann. Also da fallen mir jetzt sogar noch weitere Sachen ein. Es kann ja auch das Mikrofon auf meiner Seite das Problem sein. Oder der Lautsprecher und ich höre deswegen nichts oder sowas. Also es gibt wirklich, wirklich verschiedene Gründe, die dazu führen können, dass wir zwar auf den ersten Blick oder aufs erste Hören keinen Kontakt mit dem Lotsen aufbauen können. Dann müssen wir uns wirklich System für System durcharbeiten, die Redundanzen, die wir systemseitig im Cockpit zur Verfügung haben, nutzen und versuchen, die Kommunikation mit dem Lotsen wiederherzustellen. So, CPDLC geht auch nicht, ACAS geht auch nicht. Dann hätten wir noch die Möglichkeit, auf den meisten Flugzeugen zumindest, bei uns war das auch auf der Kurzmittelstrecke so, dass die neueren Flugzeuge auch alle mit einem Satellitentelefon letztendlich ausgestattet sind. Ja, also wir können SATCOM nutzen. Auf der Langstrecke hat jedes Flugzeug SATCOM. Und das kann man sich tatsächlich wie ein ganz normales Telefon vorstellen. Also wir können dann über die MCDU, können wir eine Telefonnummer anwählen und in unseren Karten hinterlegt hat auch jede FIA. Und dabei ist es auch vollkommen egal, ob wir im Oceanic Airspace unterwegs sind oder hier im Domestic Airspace. Jeder FIA hat eine Telefonnummer, die man anrufen kann. Und dann hat man vielleicht nicht automatisch den Lotsen dran, mit dem man gerade sprechen wollte, aber man hat jemanden dran, der einem da entsprechend weiterhelfen kann, einen weitergeben kann und man kann so eine Kommunikation zu der Flugsicherung aufbauen, indem man sie einfach anruft mit einem ganz normalen Satellitentelefon.
Und wenn das dann auch nicht geht, dann kommen wir jetzt langsam aber sicher zur letzten Kommunikationsmöglichkeit, die uns hier zur Verfügung steht. Und das ist hier unten rechts der Transponder. Und auch mit dem kann man ja kommunizieren. Relativ eingeschränkt. So. Das heißt, die letzte Kommunikationsmöglichkeit von diesen Codes habt ihr eventuell schon mal gehört. 7600, 76, ich höre nix, oder 76, Radio nix, oder wie auch immer. Ja, kann man sich auf verschiedene Arten und Weisen merken. Auch so können wir mit dem Lotsen kommunizieren. Auch das funktioniert. Und dann sind wir aber tatsächlich schon an einem Punkt angekommen. Der Lotse kann uns dann ja tatsächlich nicht mehr erreichen und wir können den Lotsen auch nicht mehr per Voice erreichen. Und dann würde man tatsächlich von einem Funkverlust oder von einem Kommunikationsverlust sprechen. Nein, das ist ja super wichtig und super richtig, was du da erzählst. Also was der Pascal damit sagen wollte, die Wahrscheinlichkeit, dass man an einen Punkt kommt, dass man wirklich so überhaupt gar nicht mehr mit keinem kommunizieren kann und wirklich ein Verfahren, auch ein fliegerisches Verfahren fliegen muss, wenn man nicht mehr kommunizieren kann, ist super, super, super selten. Und wenn es dann mal dazu kommt, okay, dann muss man es halt fliegen. Und jetzt kann man das, was danach kommt, auf eine ganz einfache Sache runterbrechen. Worauf können der Lotse und ich uns denn einigen, ohne miteinander kommuniziert zu haben? Also welche Informationen stehen dem Lotsen zur Verfügung zu unserer weiteren Flugdurchführung und welche Informationen stehen mir zur Verfügung? Und das ist ja tatsächlich eigentlich einfach nur der Flugplan. Ja? Also das, was im Flugplan gefeilt ist, das steht dem Lotsen ja genauso zur Verfügung. Also der weiß ja nicht ohne Grund, dass wir jetzt gleich nach Konan fliegen wollen oder sowas, sondern das hat der natürlich bei sich auf dem Zettel und auf dem Radar. So. Auf dem Radar im wahrsten Sinne des Wortes. Und das Entscheidende ist jetzt natürlich, der Lotse hat natürlich ein großes Interesse daran, dass wir jetzt in irgendeiner Form für ihn berechenbar sind. Und am berechenbarsten sind wir, wenn wir unserer Route folgen. Und das kann man, glaube ich, schon mal so ganz allgemein für jeglichen Kommunikationsverlust sagen. Am berechenbarsten sind wir für den Lotsen, wenn wir das machen, was bei der Flugsicherung als ATC Flight Plan, unter anderem deswegen ist der ja auch bei uns in den Unterlagen vorhanden, wenn wir das so abfliegen. So, ja, und das kann man eigentlich ganz allgemein zum Thema Kommunikationsverlust sagen. Was dann noch dazu kommt, ist, es ist für uns ja an der Stelle nicht zu überprüfen, ob wirklich unsere Systeme so kaputt sind, dass wir überhaupt nichts mehr in die Außenwelt aussenden können, ja, oder ob vielleicht tatsächlich wir einfach nur nichts mehr empfangen können. Das heißt, was wir nach wie vor machen können, ist, auf der Frequenz des Lotsen und auf der internationalen Notfrequenz, wie heißt es auf Deutsch, also Transmitting Blind, blind zu funken, also quasi einfach mal in die Welt rauszusprechen, was wir jetzt vorhaben und was wir als nächstes machen werden. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass das bei Leuten um uns herum und beim Lotsen ankommt, ist natürlich immer noch gegeben. Also, wie wir eben schon gesagt haben, die Wahrscheinlichkeit, dass wirklich unsere Funkgeräte, weil alle Antennen aus welchen Gründen auch immer abgerissen sind, nicht mehr funktionieren, ist wirklich extrem gering. Ja? Wir haben eine extra VHF-1-Antenne, eine extra VHF-2-Antenne, eine VHF-3-Antenne, eine extra HF-Antenne. Also, dass wir mit denen tatsächlich nichts mehr anfangen können, ist recht unwahrscheinlich. Und dann würden wir tatsächlich auf mindestens diesen zwei Frequenzen Blindsendung, genau, das ist, glaube ich, das richtige deutsche Wort, blind nach außen kommunizieren und dann das abfliegen, was in unserem Flugplan steht und auch zum Beispiel in München im Anflug einen vorgeschriebenen Standard-Approach fliegen und so eben das für alle um uns herum berechenbarste machen, was man machen kann. Und so haben die Leute um uns herum und der Lotse natürlich die Chance, uns den Weg freizuräumen. Das ist ganz, ganz wichtig, weil wir jetzt ja nicht mehr auf ihn reagieren können. Ja, und dann ist das für uns eigentlich eine relativ, in Anführungszeichen, entspannte Situation, weil wir fliegen einfach das Ding so, wie es in den Karten steht. Genau.
Hier kam die Frage, wie bekommt man denn dann die Landeerlaubnis? Ja, gar nicht. Man kann ja nicht kommunizieren. Vielleicht probieren sie es mit der Lichtkanone. Genau. Es gibt ein ICAO-Procedure für LOSCOM. Da steht genau drin, wie ICAO sich dieses Verfahren vorstellt. Das ist dann nämlich nicht so, dass man einfach wild den Anflug beginnt, sondern wir würden tatsächlich jetzt in unserer Reiseflughöhe bis zum Initial Approach Fix fliegen, würden dort ein paar Minuten ins Holding gehen und würden von dort einen Standardanflug beginnen. Aber erst in diesem Holding würden wir anfangen zu sinken. Wir würden uns nach unten schrauben und dann according der Karten einen ganz normalen Standardanflug machen. Und der Lotse sieht ja, dass wir den passenden Score haben für Lost Communication. Deswegen weiß der ganz genau, alles klar, die Lufthansa kommt jetzt hier, fliegt dort ins Holding, bleibt da ein paar Minuten, verlässt dann ihre Höhe, schraubt sich runter bis auf 5000 Fuß und macht dann Standardanflug. Der Lotse ist dann dafür zuständig, die Flugzeuge um uns rum außen von uns fernzuhalten. Und er weiß genau, wir fliegen jetzt das und das Routing ab, dann gehen wir auf den ILS und landen da. Natürlich hat man dann keine Landing Clearance, man kann ja nicht kommunizieren, aber wir landen da einfach. Und nach der Landung wird einem dann wahrscheinlich ein Follow-Me abholen, der einen dann direkt zum Gate bringt, weil man weiß natürlich nicht, wo man langrollen soll und wo man parken soll. Aber gibt es tatsächlich nicht. Es gibt auch noch so komische Lichtsignale vom Tower, ja genau. Die gibt es hauptsächlich in der VFR-Fliegerei, weil klar, die muss man natürlich auch sehen können. Wenn schlechtes Wetter ist, sieht man die nicht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne diese Lichtsignale fast nicht mehr. Da müsste ich auch nochmal reingucken, nachlesen. Die also, waren immer auf der Rückseite der ICAO-Karte drauf, ne? Also, genau. unterbrochene Rotsignale, durchgehendes Rotsignal, durchgehendes Grün, unterbrochenes Grün, Weiß, unterbrochenes Weiß und alles bedeutet was anderes. Das ist gar nicht so. Da muss ich auch nochmal nachlesen, weil das kann ich mir nicht merken. Ja, generell diese Communication-Failure-Sachen ist tatsächlich viel, was man dann in der Situation doch nochmal nachschauen müsste. Weil es einfach viele Spezialitäten gibt, weil man braucht das ja auch, wenn man jetzt zum Beispiel auf Radarvektoren ist, so wie eben. Ne? Also es kommt auf den Zeitpunkt drauf an, wann fällt die Kommunikation aus. Wie schnell finden wir das überhaupt raus? Das ist ja auch wieder spannend. Ne? Also versucht der Lotse uns vielleicht schon seit 20 Minuten zu rufen und wir kommen jetzt vielleicht erst an der ATC-Grenze da drauf, dass der überhaupt irgendwas von uns möchte. So. Also es gibt da ja verschiedenste Möglichkeiten und verschiedenste Szenarien, die man ja irgendwie abdecken muss und dann fliegt man eine bestimmte Zeit das Heading noch ab, geht dann auf direktestem Wege wieder auf die Route zurück. Dann die Sache, was Sven eben angesprochen hat mit dem Standard-Approach. Ihr seht hier, hier gibt es zum Beispiel einen Standard-Approach vom Initial Approach Fix Mike. Diesen Standard-Approach hier, also hier rum und dann quasi auf direktem Wege mit so einem leichten Turn aufs Final drauf, würde man in München niemals fliegen sonst. Ja, aber es ist einfach, weil es veröffentlicht in der Karte steht, ein Standard-Approach ist, die für alle Beteiligten berechenbarste Variante. Und wenn man nicht vernünftig miteinander kommunizieren kann, dann ist das eben interessant. Und die allermeisten Flughäfen haben, das gehört zur Airport-Vorbereitung dann mit dazu, haben Special Communication Failure-Verfahren. Ja, also spezielle Verfahren, die man einhalten muss, wenn man an bestimmten Stellen im Anflug oder auch im Abflug keine Kommunikation mehr mit den Lotsen herstellen kann. Auch da wieder ein schönes Beispiel, genau. München. Die habe ich gerade eingeblendet hier bei mir im Stream. Ich habe die mal für München. Ja. Jetzt stellt euch zum Beispiel genau. Mal vor, wir kommen hier zum Punkt Rokil. Jeder Airport hat eigene, das muss man wissen. Also es gibt einen Standard, aber jeder Airport im Prinzip weicht fast davon ab und hat eigene. Die kann kein Mensch dieser Erde auswendig kennen. Jeder Airport hat was Spezielles. Und wir haben so eine schöne Liste und die hat die Lufthansa genauso und die haben eine TUI genauso und andere Fluggesellschaften auch. Eine Liste, eine Company Airport List, in der letztendlich drin steht. Hier passt an dem und dem Flughafen auf, der hat diese Besonderheit. Und dann gibt es hier bei Lido, nennt sich das AOI, und das nennt sich sicherlich auch bei anderen AOI, die Informationen, die man zum Operieren an diesem Flughafen braucht. Und da stehen diese Special Communication Failure Verfahren dann drin. Denn jetzt stellt euch mal vor, wenn ihr hier die Karte seht, ganz normaler Anflug, den wir vermutlich gleich in München bekommen werden, wird über eine Rokil Transition durchgeführt, ja? Hier seht ihr die Rokil 08. Diese Transition ist dieser Bereich hier. Irgendwie von Rokil werden wir dann über verschiedenste ANAV-Punkte, also Punkte, die entweder über Funknavigationsanlagen, über
GPS-Koordinaten oder was auch immer definiert sind, werden wir über diese Punkte im Anflug quasi aufgefädelt, so kann man sich das vorstellen. Und diese Punkte, die enden ja auf einem Vektor. Und ihr seht hier eine kleine 1 und da steht Maintain, Track and Expect Radar Vectors. Radar Vectors, ihr wisst Bescheid, bedeutet, wir erwarten an dieser Stelle, dass spätestens hier der Lotse uns irgendwann Steuerkurse zuteilen wird. Und diese Steuerkurse werden uns dann auf den Enternflug auf das Instrumentenlandesystem vom Münchner Flughafen führen. Wenn wir aber hier irgendwo die Kommunikation verlieren und wir merken hier bei Delta Mike 421, auf einmal redet keiner mehr mit uns und alle Funkgeräte rauschen nur noch und irgendwie, wir erreichen niemanden mehr, dann muss uns allerspätestens im Kopf aufpoppen, ey, warte mal, Sven, da war doch hier Special Communication Failure Verfahren und ob wir haben gerade Communication Failure. Ich gehe mal kurz in die AOI, weil auswendig weiß das niemand, es ist bei jedem Flughafen anders. Dann gehe ich in die AOI, schaue in die Karte und da steht zum Beispiel drin, Approach Transitions Runway 08 Left, 08 Right North. Und dann steht hier Continue until Delta Mike 420. Und ihr seht, das ist hier der letzte Punkt, bevor es mit den Radarvektoren losgehen soll. Right Turn to Mike NDB. Und jetzt auf einmal wird ein Schuh draus, oder? Das heißt, wir fliegen rechts aus dem Anflug raus zum Initial Approach Fix Mike. Maintain Last Assigned Altitude until Mike. Follow Standard Instrument Approach bis maximal 220 Knoten. Das heißt, obwohl wir eigentlich ja nur einmal nach links turnen müssten, um auf dem Final Approach hier zu sein, ist die Gefahr, dass wir hier mit anderem Verkehr irgendwie, ja, dass wir da den irgendwie in die Quere kommen könnten, ist viel zu hoch. Das heißt, wir nehmen uns dann selbstständig aus der Anflugsequenz raus, fliegen zum Initial Approach Fix Mike. Selbstverständlich dann mit dem Squawk 7600. Man würde alle Lichter anmachen und solche Sachen. Und dann würde man von Mike tatsächlich diesen Standard-Approach fliegen, weil es wieder die berechenbarste Möglichkeit für alle Beteiligten ist. Also hier selbstständig raus. Hier seht es auf der Karte zu Mike und dann den Standard-Approach auf die 08. So. Ich rufe nochmal kurz für dich rein. Jawohl. Hast du sehr schön erklärt. Ja, und das ist genau das Ding, das ist, das sind so ein paar Sachen, die ich in der Fliegerei auch bis heute nicht so richtig verstehe. Es ist alles schon komplex und umständlich und kompliziert genug. Eigentlich wünscht man sich, dass es keine speziellen Verfahren in jedem Land gibt, die überall anders sind oder bei jedem Airport, die irgendwo anders sind. Und da hat die ICAO in vielen Sachen schon einen schönen Standard entwickelt, an den sich die Mitgliedsländer, es gibt gewisse Dinge, da müssen sie sich dran halten, aber es gibt auch viele Dinge, da muss man sich eben nicht dran halten, die kann man eben auch variieren. Und für uns als Pilot wäre es natürlich total schön, wenn das Verfahren für ein Comp-Failure über die ganze Welt hinweg einfach gleich wäre. Wenn einfach jeder wüsste, dass ob ich jetzt in Hongkong anfliege, in München, in Dortmund oder in Orlando, es ist immer das Gleiche, dann wäre es natürlich super easy. So ist natürlich die Möglichkeit, dass da mal was schief läuft oder dass man da was falsch macht, extrem hoch. Weil wie wir gerade eben gesagt haben, das ist ja so kompliziert und umständlich und da es an jedem Airport anders ist, das kann sich kein Mensch merken. Und da verstehe ich bis heute nicht, warum man da nicht irgendwie ein bisschen Kongruenz gefunden hat und gesagt hat, Mensch, wir machen das überall gleich. Wenn man sich doch schon auf Squawk-Codes einigen kann international, warum nicht auch auf sowas? Ja.